Der DAX, also der deutsche Aktienindex, gilt als die Bundesliga der Wirtschaftswelt. Wenn ein Unternehmen dort gelistet ist, gehört es zu den 40 umsatzstärksten an der deutschen Börse. Seit heute gehört zu diesem Kreis auch der Sportwagenbauer Porsche. Das Unternehmen hat den Aufstieg in den DAX sehr schnell geschafft, denn Porsche hatte erst im September seinen Börsengang. Es ist der Traum vom schnellen Autofahren, den die Familie Porsche vorantreibt. Der erste Porsche kommt 1948 auf den Markt. Dr. Ferdinand Porsche, der geniale Schöpfer des Volkswagens, wird in seiner Stuttgarter Fabrik diesen schnellen Reisewagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern bauen. Schnelligkeit, seit Anfang an das Markenzeichen von Porsche. Der neueste Sportwagen fährt elektrisch bis zu 250 Kilometer pro Stunde. Auch an der Börse geht es schnell nach oben. Heute schließlich der Aufstieg in den Leitindex DAX. Das traditionelle Glockenläuten musste wegen des schlechten Wetters ohne Porsche-Vorstand stattfinden. Konzernchef Blume meldet sich per Videobotschaft. Der Börsengang hat Porsche zu einem eigenständigen Unternehmen gemacht. Das bringt uns mehr Flexibilität, um unser Profil weiter zu schärfen. Größeren Spielraum, um noch agiler und noch fokussierter an der Stärkung unserer Luxuspositionierung zu arbeiten. Weil sich Luxusprodukte fast immer verkaufen ließen, könne Porsche sich in einem angespannten Markt behaupten, sagt Automobilexperte Stefan Bratzel. Man hat in den letzten Jahren doch vieles richtig gemacht und es zeigt sich eben auch mit der Elektromobilität, dass Porsche, dass die DNA von Porsche auch die Transformation Richtung Elektromobilität erfolgreich bestreiten kann. Mit Porsche und Volkswagen leitet Oliver Blume als erster Manager nun zwei DAX-Unternehmen gleichzeitig.